Warlord und ja, ihr seht, die erste Ausfahrt, also die Saison ist eröffnet. Ja, ich habe glaube ich alles mitgenommen. Ich will hoffen, dass ich alles dabei habe. Ich werde jetzt mal, ja, also fahren wollen wir heute eigentlich, wenn es funktioniert, eigentlich mit dem Thunder Tiger. Ich habe mal vorsichtshalber den Savage schon mal mitgenommen, falls irgendwas ist. Vielleicht mit dem auch nochmal eine Runde drehen. Das werden wir sehen. Auf alle Fälle Hauptaugenmerk heute erstmal wieder auf den Sledgehammer. Mal gucken, wie er fährt mit den neuen Querlenkern. Gut, das hat ja damit nichts zu tun. Fahren tut er trotzdem. Aber wir werden mal schauen. Ich werde jetzt mal Akkus und sonstige Sachen reinmachen und ja, hoffen, dass ich nichts vergessen habe, weil das ist ja bei mir immer so eine Sache. Ja? Eine Kleinigkeit vergisst man ja immer. Ich hatte zum Beispiel zuerst, ich wollte schon fast fahren, hatte schon alles zusammengeräumt heute Morgen. Ja, und dann fällt mir auf einmal ein, ja, ohne Glühkerzenstecker geht ja gar nichts. Gell? Tja, wenn man jetzt mal fast ein Jahr nicht mehr gefahren ist, vergisst man doch einiges. Also ich zumindest. Also Glühkerzenstecker erstmal geladen. Und ja, der ist heute natürlich auch am Start, denn ohne Glühkerzenstecker kein Verbrenner fahren. Ist ja klar. Also Leute, kurzer Cut. Ich werde die Dinger mal, also den Thunder Tiger mal fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn er läuft. So Leute, er läuft. Wir wollen hoffen, dass er auch bleibt. Wir lassen ihn erstmal ein bisschen warm laufen, denn ihr wisst ja selber, bei den großen Motoren ist das immer so eine Sache. Der geht mir gleich sonst wieder aus. Also lassen wir ihn erstmal ein bisschen warm laufen. Ein bisschen Zeit geben.
Ja, ich habe noch ein paar Einstellungsprobleme, Leute. Aber so langsam kommen wir der Sache näher. Es ist halt auch kein Sommer da, wo er früher gelaufen ist. Doch gleich der Sprit leer. Tja, da seht ihr es. Ich weiß es noch nicht. Jedes Mal, wenn ich Vollgas gebe und dann geht er aus. Ja. An der Luftmenge liegt es schon mal nicht. Da habe ich schon dran gedreht. Das ist es nicht. Sprit. Also ich weiß, dass ich letzten Jahr so am Rande so eingestellt habe, dass wenn ich noch magerer nehme, dass er dann nicht mehr läuft. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich mache jetzt erstmal Sprit rein, weil Sprit. Naja, gut. Okay, jetzt kann es auch am Sprit liegen. Der Sprit ist auch so gut wie leer. Es kann sein, dass er jetzt schon Luft gezogen hat. Möglich ist das schon. Ich mache nochmal ein bisschen Sprit rein und dann schauen wir nochmal. Kann auch sein, dass er die ganze Zeit schon zu wenig Sprit bekommen hat, aber das glaube ich eigentlich nicht. Wie gesagt, an der Luftmenge kann es nicht liegen. Es kann eigentlich nur noch daran liegen, dass er bei Vollgas absäuft, ja, und doch zu viel Sprit kriegt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wie gesagt, letztes Jahr habe ich ihn eigentlich top eingestellt, ja. Okay, wir haben jetzt natürlich auch anderes Wetter, andere Temperaturen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Sprit liegt. Naja, wir gucken nochmal. Wir machen mal hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Also vom Qualm her könnte man schon denken, dass er zu viel Sprit kriegt. Aber wie gesagt, das ist ein großer Motor und das ist ein Flugzeugmotor. Da sind die Verhältnisse wieder ganz anders. Da ist er aus. Ich habe noch nicht mal Vollgas gegeben und da ist er schon wieder aus. Also meiner Meinung nach, echt, kriegt er zu viel Sprit. Ja, wir drehen jetzt noch mal ein bisschen magerer. Das Also Leute, ihr könnt es mir glauben, ihr könnt es mir nicht glauben. Es war wieder nur der Sprit. Ich habe wieder viel zu viel an der Drosselschraube gedreht. Ja? Das glaubt ihr gar nicht. Dieser Motor ist so empfindlich. Ja? Seht ihr das? Ich habe jetzt an Stelle mal... Ja, ich habe vorher so ein bisschen fast knappe halbe Umdrehungen gemacht. Okay, ich weiß selber, das sind zu viel. Aber normalerweise bei dem Motor, der steckt das eigentlich immer weg. Aber scheinbar mag er heute ein bisschen feinfühliger behandelt werden. Und ihr seht ja, wie der qualmt, ja. Er könnte noch ein bisschen magerer.
weil er nach oben hin dreht er überhaupt nicht richtig aus. Wir machen noch mal ein bisschen magerer, mal gucken. Ich habe jetzt wirklich viel gedreht, noch nicht mal eine Viertelumdrehung, ja. Und es ist schon besser, ja. Ah, jetzt ist er aus. Ja, mal gucken, kann auch wieder der Sprit sein. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen magerer gemacht. Mal gucken, wenn ich Gas gebe. Jetzt kommt er richtig auf Leistung. Also es hat wirklich am Sprit gelegen, Leute, gell? Gut, er kann doch ein bisschen, aber... Weil wenn man nach dem Qualm geht, Leute, da kann der locker eine Umdrehung mager, aber das packt der Motor nicht, das funktioniert nicht. Der qualmt generell sehr stark. Wieder aus. Das war wieder kurz vorm Umfallen, das wollen wir nicht hoffen, dass ich mir noch eine Macke in den Zylinderkopf hole, ey. Der Sprit muss auch gleich leer sein. Och, der riecht so gut. Jetzt. Jetzt, na endlich. Naja, Sprit ist leer, Leute. Ja, noch mal ein bisschen leer knattern, Leute.
jetzt Sprit leer. Sprit leer. Sprit leer, Leute. Ja, ja, Sprit leer. Schon wieder laufen. So, ups, also Sprit leer. Ja, also nach langen Hin- und Herstellen hat es dann doch geklappt. Also wie gesagt, letztes Jahr im Sommer war top eingestellt und jetzt, das Wetter macht da noch nicht so mit, ja. So, wunderbar, Leistung liegt gut an. Der Nachteil, aber das habe ich euch letztes Jahr schon erzählt, Leute, sind definitiv die Bremsen bei dem Sander Tiger. Die sind einfach nur grottig, ja. Du musst echt, wenn du stehen bleiben willst, musst du schon 5-6 Meter vorher bremsen und hoffen, dass er dann nach 5-6 Metern steht. Also die Bremsen gar nicht gut, ja. Und für so ein Auto, was, sage ich mal, annähernd 80 Stundenkilometer schnell ist, ja, ist das eigentlich lebensgefährlich, ja. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn einer von euch noch einen Tipp hat oder irgendwo weiß, wo man was anderes kaufen kann, weil diese Einfachbremse, ja, ist einfach für dieses Modell einfach zu unterdimensioniert, ja. Ich habe die ja schon eingestellt und alles. Und wie gesagt, wenn ich hier mit meinem Savage, wenn ich mit dem bremse und mit dem zu viel bremse, dann überschlägt sich das Teil, ja. Ja, also nochmal kurzes Fazit. Sander Tiger, ja, die Leute, die das Video jetzt vielleicht sehen und sich überlegen, sich das Auto zu kaufen, also von mir auf alle Fälle eine Kaufempfehlung, ja. Der einzig, also für diesen Preis, was das Auto kostet, also wirklich wahr, kann es von der, sage ich mal, von der Verarbeitung her und allem auf alle Fälle auch mit dem Savage mithalten. Montage von Querlenkern und sonstigen Sachen, sage ich mal, ist bei dem Sander Tiger wesentlich leichter als beim Savage. Ja? Beim Savage hast du viel mehr Arbeit, die Sachen auseinanderzunehmen. Ja? Das geht beim Sander Tiger wesentlich leichter und der Preis ist natürlich für viele auch entscheidend. Also der Preis ist wirklich top. Ich weiß jetzt gar nicht, was er... Damals habe ich ihn gekauft, glaube ich, für... Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ach, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Auf alle Fälle wesentlich günstiger, um mindestens mal 200 Euro wie der Savage. Das ist natürlich für viele Leute ein Unterschied. Der einzigste Nachteil, wie schon eben gesagt, sind die Bremsen. Die Bremsen sind einfach grottig. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Weil, wie gesagt, beim Savage oder so habt ihr Doppelbremsen. Bei der habt ihr nur ein Bremssystem. Ich kann das Ding ja nochmal ranholen, da seht ihr das ja. Moment. So, Leute, sorry, dass es ein bisschen wackelt, aber ich habe das Ding jetzt in der Hand, weil ich doch so aufgeregt bin. Ich bin heute dieses Jahr das erste Mal gefahren. Ich freue mich. Ach, es gab natürlich wieder Einstellungsprobleme, aber egal. Aber jetzt egal. Ihr seht ja hier, ja, das ist alles, gell? Der kleine Hebel da, das ist alles, was dieses, ich weiß ja nicht, über 5 Kilo schwere Gerät von, sage ich mal, 60 bis 80 Stundenkilometer aus bremsen soll. Also ich habe es schon hin und her gestellt. Ich bin einfach, okay, es kann sein, was natürlich möglich ist, das möchte ich jetzt gar nicht anzweifeln und das werde ich auch nochmal tun. Ich werde mir ein anderes Servo besorgen. Ein Servo, was mehr Zugkraft hat. Und ich hoffe mal, dass ich mit dem Servo dann die gewünschte Bremskraft habe. Weil ihr wisst ja selber, normalerweise beim normalen, zum Beispiel beim Savage oder scheißegal, habt ihr zweimal Bremse. Einmal hier und einmal hinten. Das ist bei diesem Sander Tiger Sledgehammer S50.
Ach, ich muss mich ja selber über mich schlagen. Natürlich nicht der Fall. Der hat halt nur hier vorne diese Bremse, ja. Und diese Bremse wird mit einem Hebel hier, mit diesem Hebel hier betätigt. Da unten ist ein Bolzen drin. Das seht ihr vielleicht hier über meinem Zeigefinger. Seht ihr so messingmäßig schimmern. Das ist das Ding, was das zusammendrückt, ja. Und ja, hier vorne, das hat ja kein Bewandtnis, das wird nur angeschraubt, die Bremsscheibe, also die der Bremsbelag und fertig. Also ich kann mir höchstens noch vorstellen, weil mit diesem Servo ist das absolut nicht möglich, eine akzeptable Bremsleistung da rauszukriegen. Ja? Also ich habe jetzt wirklich, hier fahren Leute rum mit Kindern und das ist echt lebensgefährlich, wenn ich das Auto, deswegen bin ich auch nur hier hin und her gefahren, das Auto mit 60 Sachen an mir vorbeifahren zu lassen, wenn da ein Kind oder so steht und ich das nicht sehe, ja, und das Kind das Teil in die Füße oder an die Knochen kriegt, ist der Fuß gebrochen oder noch was weiß ich Schlimmeres. Ich habe ein Video gesehen beim Darknicer Assi, habt ihr vielleicht auch alle auch, die so die RC-Kanäle verfolgen. Dem ist auch das eine, er hat ein Video gezeigt, ist glaube ich nur 3 Minuten lang, wo ihm das RC-K gegen das Bein gefahren ist, unten gegen den Knöchel. Ihr könnt euch das Video mal angucken und das ist extrem. Und das war kein S50 Monster Truck. Wenn das mit so einem Monster Truck passiert, ja, dann ist der Knöchel, wenn ihr Pech habt, gebrochen, ja, und die Bänder und alles auch durch. Das ist jetzt kein Witz, ja. Wenn da über 5 Kilo mit über 60 km/h auf euch ungebremst zukommen, ist da Feierabend. Also wie gesagt, ich werde gucken, was ich da mit den Bremsen noch mache, weil das ist wirklich war schon letztes Jahr, hat mir das nicht gefallen, aber das ist mir jetzt eigentlich erst, weil ich die Tage mal drüber nachgedacht habe, wo ich wieder das Teil fit gemacht habe. Geh einfach mal her und hol dir mal ein größeres Servo mit mehr Bremskraft, also mit mehr Stärke. Das wird vielleicht, sage ich mal, die Lösung sein. Ja? Das werde ich auch demnächst mal tun. Wann, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, was da reinkommt, weiß ich jetzt auf alle Fälle schon, das kann ich euch sagen. Natürlich ein Savox, ja. Ich werde keinen Scheiß kaufen. Irgend so ein Japan-Trek für 4, 5 oder was weiß ich, 15 Euro. Nichts. Da kommt ein Savox rein. Da können viele gehen, da gehen die Meinungen zwar auseinander. Viele sagen, nicht so geil, ja. Kauft ihr was weiß ich. Also ich habe überall in meinen Savage habe ich Savox drin und ich bin mit diesen Servos durch den größten Trek und die größte Nässe gefahren und wie gesagt, bis jetzt ist mir noch kein Servo kaputt gegangen. Also wie gesagt, neues Servo von Savox und ich glaube vielleicht, dass es dann mit der Bremsleistung besser funktioniert. Das ist mir aber wirklich ohne Scheiß erst die Tage eingefallen, weil ich habe mir schon echt, ich habe da rumgestellt und gemacht und getan und wenn du zu viel stellst, ja, dann schleifen die und dann ist das natürlich auch scheiße, ja. Sie dürfen ja nicht schleifen. So, okay. Steht er schön in der Sonne. Guck mal, wie er strahlt. Der Auspuff. Ach, wie schön. Ich freue mich. Leute, ihr wisst, ich habe die Saison eröffnet. Gell? Also ihr dürft jetzt alle auch fahren. Ja? Also wenn der Warlord jetzt gefahren ist, dürft ihr alle auch fahren. Ja? Nein, Spaß, Spaß. Aber ich freue mich wirklich. Echt schönes Wetter. Eben war die Sonne zwar weg, da habe ich schon gedacht, es wird wolkig. Es ist ja wolkig. Aber es fängt an zu regnen. Aber bis jetzt echt... Es ist Ostersonntag und ich habe wirklich Glück mit dem Wetter, weil bei uns haben sie eigentlich solches Wetter. Wir haben den ganzen Tag eigentlich Sonne nicht angesagt. Ja? Also ich finde es saugeil. Ich finde es geil, dass das Ding jetzt läuft. Warum und wieso ich da Probleme hatte mit der Spritmenge, keine Ahnung. Weil das hat eigentlich, ja gut, klar hat es auch mit dem Wetter ein bisschen zu tun, aber... Gott, das sind ja jetzt nicht so krasse Unterschiede, ja. Aber ist egal. Scheiß die Wand an. Auf alle Fälle läuft's, ja. Das Einzige, was ich halt noch machen muss, das habt ihr vielleicht im Video selber gesehen, die Räder stehen natürlich alle nach allen Himmelsrichtungen. Die muss der Warlord noch ein bisschen einstellen. Spur und Sturz, das ist alles noch nicht so top, ja. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Zum Schluss lag auch ordentlich Leistung an, wo er dann richtig eingestellt war. Wie gesagt, hat für mich auch ein bisschen, ich gebe das zu, war das wieder jetzt natürlich, warum und wieso? Leute, ich habe ein Jahr lang Pause gehabt, habe sowieso fast über ein halbes Jahr mit meinem Modellkram überhaupt nichts getan. Und
ich bin ehrlich zu euch, Leute, man vergisst auch einiges. Also ich auf alle Fälle, ja. Und von daher stehst du manchmal da, was du vielleicht letztes Jahr, sage ich mal, vor einem Jahr easy locker eingestellt hast, brauchst du halt jetzt in den Anfängen halt ein bisschen länger. So war das halt gewesen. Und naja, ich bin glücklich. Wie gesagt, wenn er nicht gelaufen wäre, hätte ich nochmal einen Savage rausgeholt. Aber ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, weil wie gesagt, den Savage wird man nicht mehr so oft fahren sehen, denke ich mal, weil das eher, sage ich mal, mein Modellstück geben wird, ja. Diverse Sachen sind ja noch geplant, habe ich euch ja schon gesagt, wie Stoßdämpfer und die Diffboxen vorne und hinten möchte ich auch noch in Aluminium machen, das habe ich mir jetzt überlegt, das werde ich tun. Aber erst, wenn ich Stoßdämpfer mit Zug- und Druckstufe von Integi besitze. Und bis jetzt, ich habe Anfrage bei Modellbau Bochum gestellt. Tja, das war schon, glaube ich, jetzt anderthalb Wochen ist das bestimmt schon her. Da kommt nichts rüber und ich will sie mir nicht in Amerika bestellen. Ich weiß nicht. Ich blicke da nicht durch. Ja. Ich habe es letztens probiert, aber ohne Scheiß, ich blicke bei dieser Sache nicht durch. Das Einzige, ich könnte meinen guten Kumpel, No Rockets on my Channel, mal fragen. Wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Vielleicht will der da auch was bestellen und dann machen wir das. Weil es ist auch so, nach Europa kostet das 60 Euro und im Endeffekt, ob ich es jetzt hier kaufe oder bei Integi in Amerika bestelle, kommt vom Preis her auf selber raus. Ich bezahle hier für 8 Stück. 180 Euro oder 175, ja, und bei Integi, glaube ich, bezahle ich umgerechnet 125 oder 135 Euro, ja, zuzüglich den 60, so wie ich das verstanden habe, 60, also 60 Euro Versand, ja, oder 45 Euro, was weiß ich, was das ist, komme ich eigentlich auf denselben Preis, vielleicht sogar noch einen Zehner teurer. Deswegen, ja, wie gesagt, die Radaufhängung in Orange, da habe ich ja auch ein halbes Jahr drauf gewartet, bis sie hier in Deutschland lieferbar waren. Man muss Geduld haben. Und irgendwann werde ich die Stoßdämpfer besitzen. Nun gut, Leute, ein kleines Video. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Heute ist Ostersonntag. Ich werde mal schauen, wenn ich das hochlade oder wenn ich das schneide. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr seht also, ich will auch noch fahren, so ist das nicht. Wenn dies die Zeit erlaubt, auf alle Fälle. Und ja, nächste Videos werden folgen. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Entscheidung für meinen Savage getroffen, ja, wegen dem Überrollkäfig. Die Sache ist bestellt. Wie gesagt, da kommt ein Unboxing. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein. Euer RC Warlord. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.